Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Der liebe Chris ist wieder mit dabei und heute spielen wir mal etwas, was ich fast noch nie gespielt habe. Ich habe ungefähr eine halbe Stunde Super Mario Odyssey gespielt. Schon crazy, dass Mario diesen Fall von einem Luftschiff einfach überlebt. Ja, na klar, aber es gibt ja auch kein Falldamage in dem Game. Aber es ist ja auch Super Mario. Eben, da passiert halt auch einfach gar nichts. Okay. Niemand springt mit A. Wieso? Ich spring mit A. Was du hier tun musst, ist einen Frosch zu capturen. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Genau, also du kannst die Mütze jetzt auf diesen Frosch werfen. Und dann wirst du der Frosch. Jetzt bist du ein Frosch. Okay. Bin ich eh schon, aber... Das ist ein Goomba. Er nennt mich mittlerweile immer Goomba. Ich weiß nicht, ob das positiv oder negativ ist. Ich bin mir noch nicht sicher. Bin ich ehrlich? Ich bin mir ziemlich sicher. Ah ja. Vielleicht ist es irgendwie möglich. So. Mit dem kannst du jetzt hochspringen. Jump, jump, jump. Okay, okay. Ich habe, glaube ich, das Basic Movement langsam verstanden. Ja. Wichtig ist dann auch der Cap Throw Jump. Den können wir dann später machen. Genau. Oh no. Wir kommen zum ersten Bossfight. Er hat drei Hüte, das ist ja übelst unfair. Du musst dreimal deine Kappe dagegen werfen. Bonk, bonk. Und jetzt auf seinen Kopf. Genau, ja. Sehr gut. Ja. Nice. Wirf deine Kappe immer dagegen. Kappe dagegen werfen. Genau, sehr gut. Bonk, bonk, bonk. Oh mein Gott. Und drauf. Drauf springen. Drauf. Easy. Er hat nur zwei Leben. Das war's schon? Das war's. Das war der allererste Bossfight. So, das ist das nächste Königreich. Oh, das sieht übelst schön aus. Das Kaskadenland. Wieso ist das Spiel eigentlich auf Deutsch? Wir holen jetzt den ersten Powermond. Okay. Brauchst aber natürlich genug Tempo und zwei Sprünge davor. Oh mein Gott. Bounce it. Mach ich's einfach kaputt? Ja. Ja, let's go. Nice. Ein Mond für dich. Unser erster Powermond. Multimond hoch über dem Wasserfall. Genau, das ist der nächste Mond, den du einsammeln musst. Okay. Komm, du siehst da hinten in der Wand, siehst du auch einen Mond. Siehst du den? Ah, ja, ja, sehe ich. Jetzt machst du genau das gleiche, was du vorher gemacht hast. Ich kann nicht aimen. Du nimmst diesen Chain Charm und aimst ihn da rein. Bonk. Nice. Sehr gut. Und das ist unser zweiter Mond. Let's go. Beiß dich durch das Gestein. Jetzt musst du diesen Chef... Müssen den Bre-Safe auch wieder catchern, oder? Ja, genau. Aim kann ich. Aim doch auf ihn. Nein, einfach nach oben. Das hat doch geklappt. Easy. Gar kein Problem für mich. Sehr gut. Also hier ist eine 2D-Sektion. Rein in die Röhre. Röhrus Maximus. Das ist so wild, dass 2D und 3D dann so ineinander übergeht. Nächster Bossfight. Okay, next Bossfight. Hier deinen Chain Jump mit deinem Hut. Das bedeutet, du musst diesen Chain Jump zweimal mit deiner Kappe treffen, dass du ihn capturen kannst. Der Dash ist auf dich, du weißt auf. Und jetzt Hut. Ich kann doch nicht. Ich kann nicht aimen. Weglaufen, 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 weglaufen. Ah! So läufst du denn nicht weg? Ich bin doch gelaufen. Du bist um sie rumgelaufen, warst du. Hallo! Weg, weg da. Okay. Es war genauso geplant. Es war genauso geplant. Sie ist rot und böse. Run. Jetzt. Bonk. Sehr stark. Nice. Komm, second try. So, das sind drei Monde. Und nach Adem Riese machen zwei Monde plus drei Monde fünf Monde. Ab ins nächste Wüstenland. Königreich und das Wüstenland. Let's go. Mario ist auch richtig impressed. Wow. Okay. Brutzelebene, wie süß. Willkommen auf der Brutzelebene. Okay. Überall, wo es so hell leuchtet oder wo es sparkelt, ist immer irgendwas. Okay. Muss kein Mond sein. Da ist einer. Sind die jetzt, haben unterschiedliche Farben, ne? Ja. Hier sind sie gelblich. Aber du siehst auch da oben zum Beispiel einen. Ja. Im Turm drinnen. Da ist auch einer. Oh mein Gott. Gesundheit. okay. You good? Ich war's nicht. So, wir haben den ersten Mond von 48. Wie viele Monde brauchen wir denn? Ich glaube, man braucht 13. 2, 3, 4, 5, 6. Von 5 7, zu 13, 8, 9, okay. 10, 1, 2, okay. 16 brauchen wir.
Snipes an. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, no bueno. Ich will doch nur da drauf. Nimm einfach so eine Kanone und flieg rüber. Kannst du ja machen. Okay. Zack, Kanone und rüberfliegen. Mit Y bist du dann noch schneller. Ich wieder so ein Bro hier, Capture. Ich kann doch nicht aimen. Und Wurf, okay. Genau. Jetzt einfach nicht gegen die Wand. Jetzt ganz sachte, 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 ganz sachte. We did it! Easy. Okay. We did it! Ja. Ja! Nice! Boogie Willi verlassen. Yeah! Hey, First try! Wenn man einmal mit diesem links-rechts beginnt, ist man doomed. Ja, dann ist einfach vorbei. Ich hatte okay, egal. Aber du weißt jetzt, wo der Weg ist. Ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Okay, warte. Habe ich die Mondsplitter schon eingesammelt? Ja, genau. Du hast schon 3. Okay, die behalte ich. Dank dem drippy Osterinsel-Boy weißt du jetzt... Weiß jetzt, wo ich lang muss. Wo du lang musst, genau. Juhu. Bring me up here. So, drippy Osterinsel-Boy sagt hier. Dann genau. Hier. Dann rüber. Und dann rüber. Sehr gut. So, aber jetzt fehlt mir noch ein letzter. Wo ist der denn? Genau. Warte. Das ist übelst der Aufwand für einen Mond. Hier. Lul, we got him. Let's go. So, ein Mond. Nice. Wow. Was ein Act für einen Mond. Keep rolling. Bonk. Wichtig, da zu bonken. Nice. Perfekt. Kopfstand-Pyramiden-Showdown. Okay, let's go. So, jetzt kannst du was machen, was eigentlich immer ganz praktisch ist. Ja. Du kannst dich teleportieren zu allem, was du geflaggt hast. Oh, die Sektion habe ich auch schon mal gesehen. Da dreht sich so die... El Gravitation. Wo willst du denn sonst lang? Rechts direkt. Achso, ja, das wusste ich ja nicht, dass das geht. Ach so. Ich dachte nur, da ist eine Stufe, da kann man bestimmt lang. So, sehr gut. Da einfach ducken. Da habe ich sehr oft schon den großen Fehler. Ja, genau. Den großen Fehler gemacht. Ich find's gut, dass wir dieselben Fehler wieder machen. Oh mein Gott, wieso ist es umgedreht? Kannst du den Bildschirm umdrehen oder dich auf den Kopf stellen? Dann siehst du nochmal. Oh mein Gott, ist das verwirrend. Um die Ecke jumpen. Njo! Jump over the Goomba on... Up. Nee, ich hab keinen Bock mehr. Das war mir jetzt zu viel. Das war mir jetzt hier auch einfach mal zu blöd. Oh so. Lol, jetzt ist wieder 3D. Okay. Muss ich hier capturen? Yes, genau. Juhu. Nehmen wir so. Da ist ein Herz. Guck's dir an. Juhu. Okay, nächster Bossfight. Bis jetzt, Bossfights waren eigentlich ganz gut. Wir haben 6 Herzen. Das kann nur gut gehen. Let's go. Gott, wer ist sie denn? Run! Wie viel Leben hat sie? 3. Last one. We got this. So da. Sehr gut. Jetzt rauf. Drauf. Bonk. Jesus. Nice one. Sehr gut. Sehr gut. Das Loch in der Wüste. Ach, erst ist die Pyramide. Die verdeckt ein Loch in der Wüste. Okay, verstehe. Okay. So, aber ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um zu unterbrechen. Wir werden natürlich dann im nächsten Video weiterspielen. Ich muss sagen, bis jetzt, ich mag das Spiel sehr, sehr gerne. Ich finde, das Ding ist, ich habe halt noch überhaupt gar keine Ahnung von irgendeinem Movement. Kein Plan von irgendwas. Ich halte mich kurz.
Luna ist wie immer wahnsinnig schlecht im Auto sprechen. Es werden mehr Odyssey-Videos kommen. Chris wird ihr den Spätrun noch erklären. Deswegen lasst doch ein Like, Abo oder Kommentar da, um zu zeigen, dass ihr mehr davon sehen wollt. Schaut auch gerne bei dem attraktiven Typen neben Luna vorbei. Tschüss.